Hallo Leute und willkommen auf LeoCraft. Im heutigen Tutorial möchte ich euch eine Minecart-Kreuzung zeigen, die eure Minecarts immer geradlinig über diese Weiche hier bringen wird. Das Ganze ist deutlich schöner als die Variante, die jeder kennt, wo man die eine Schiene etwas nach oben führt oder nach unten führt und dann so eine Art Brücke baut und auch noch im Survival mit einem vertretbaren Aufwand zu bauen. Ihr braucht dafür insgesamt 5 normale Schienen, 2 Detektorschienen, 8x Redstone, wobei theoretisch ging es auch mit 7x Redstone und 2 Redstone-Fackeln. Als erstes müsst ihr eure Schienenstrecke bauen und tut in der Mitte eine normale Schiene hin, welche am Ende als Weiche fungiert. Dann wichtig, ihr bepowert die einmal und lasst dann die Bepowerung wieder los, sodass ihr sehen könnt, auf welche Seite sie sich ausrichtet. Also bei mir hat sie sich jetzt so runter ausgerichtet, deswegen kann man an der Seite jetzt erstmal sein Loch graben, welches dann 3x3 groß sein sollte und 3 Blöcke tief. Ebenfalls kann man hier auf beiden Seiten die ersten 3 Schienen wegnehmen und setzt dann 2 normale Schienen und eine Detektorschiene. Das kann sich hier gerade stellen, das macht überhaupt nichts. So. Als nächstes kommt unter jede Detektorschiene ein Redstone, welches verbunden wird. Alternativ gibt es noch die Variante, dass man an der einen Seite an der dritten Stelle die Detektorschiene baut und auf der anderen Seite an der zweiten Stelle. Das funktioniert genauso gut und ihr spart dabei ein Redstone. Da muss natürlich auch hier der Block hin. Das Loch kann dann etwas kleiner werden. Allerdings, vor allen Dingen Creative ist es, denke ich, wichtig. Es sieht da nicht mehr so schön aus. Es ist etwas unregelmäßig. Als nächstes kommt eine Fackel auf den Block unter der Weiche. Noch eine Fackel an einen x-beliebigen Block. Wichtig ist, dass hier 2 in der Mitte Platz sein müssen. Also daran kann man keine Fackel tun, weil sich hier keine Auswirkung dadurch zeigen würde. Sondern sie muss an diesen Block oder wenn das da hinten ist, ist es beides möglich. Ich baue es jetzt nochmal so, just for fun. Wichtig ist, dass ihr dann einen Redstone dran tut, welcher in den Block reinführt. Es darf auf keinen Fall beide. Es dürfen nicht beide Seiten bepowert werden, sondern nur eine Seite darf bepowert werden. Am Ende sollte das dann so aussehen, dass auf jeden Fall beide Detektorschienen durch ein Redstone-Kabel verbunden sind und an einer Seite zusätzlich eine Fackel mit einem Block Redstone und einer zweiten Fackel die Schiene hier bepowert. Mehr muss man gar nicht machen, jetzt könnt ihr das wieder zumachen und das Ganze funktioniert dann. Wo ist mein Ton so laut? So, jetzt ist es leise. Jetzt könnt ihr da eine Lore hin tun und ich zeige euch jetzt, dass das funktioniert. Ihr seht, in beide Richtungen läuft es und von der Seite wird es auch in beide laufen. Da ist jetzt ein Redstone-Block, deswegen hält die an. Das war wieder der Vorführeffekt. Ah, hier habe ich vergessen, dass ich das ja außen gebaut habe. Deswegen muss die zweite Redstone-Schiene auch genau unter diesen Redstone-Block, sonst funktioniert es nicht. Jetzt müsste es funktionieren. Das System kann, wie ihr ja eben auch gesehen habt, die Minecart sehr schnell verarbeiten. Ihr seht, wenn das erste jetzt kommt und jetzt schon gleich von der anderen Seite eins, funktioniert einwandfrei, wobei man bei solchen Monoschienen immer darauf aufpassen sollte, dass die nicht kollidieren. Wenn ihr die
Kreuzung nur nutzt, dass auf einer Monoschiene immer nur in eine Richtung geht, könnt ihr sogar eine Schutzschaltung einbauen, welche wie folgt aussieht. Da kommen dann zwei Antriebsschienen hin und anschließend ein normaler Block. So ein ganz normaler Stein. Falls es hier mal eine Kollision geben sollte, kommt ein Minecart dann immer durch und das andere fährt hier an diese Stoppstelle. Mit dieser Schutzschaltung ist dann, wie gesagt, auch die Kollision zweier Minecarts verhindert. Allerdings, ja, wie schon gesagt, kann dann die Strecke nur noch von rechts nach links verwendet werden, da hier ja alle Minecarts, die von links kommen, sofort wieder umgedreht werden. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Tutorial weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr die neuen Videos nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr mich auch abonnieren. Ich würde sagen, macht's gut und tschüss, bis bald.